Okay, Nackax. Nackax hat eine Idee. Denk dran, du hast doch den Inspiration da, den hast du nicht ausgegeben. Ja, ich weiß. Nur das Problem ist, ich könnte mich dahin bewegen und dann würde ich mich durch zwei Feuerfelder durchbewegen und Schaden nehmen, wahrscheinlich. Richtig. Die Frage ist halt, wie viel. Ich meine, ich habe ja meinen Feuerschutzring. Ah. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden, wa? Also also ihr seht Nackax Anlauf nehmen und durch diese Flammenwand, die langsam, die zwischen diesen beiden Bügelnhaufen brennt, durchspringen. Und du bekommst, du merkst, wie deine Schuppen anfangen zu kuckeln, brennt auch ein bisschen und du bekommst 12 Feuerdamage, halbiert auf 6. Halbiert auf 6 und da geht nochmal ein D4 von runter, wegen meinem Ring of Elemental Protection, den ich ja auf Feuer eingestellt habe. Achso, dann nicht halbiert. Weil hätte man der Elemental Protection macht Resistance, aber das ist 2 D4, oder? Weil ich mich ja durch zwei Felder durchbewege. Ein D4. Nein, 4D6. Damage. Achso, aber ich dachte, ich habe jetzt gerade mein eigenes Item nicht mehr gewusst. Der Elemental Protection gibt reduziert den Damage Plus. Die Frage ist, kriegt der 2x2D6, weil er sich durch zwei oder Felder bewegt hat? Oder kriegt er nur 1x4D6, weil er sich allgemein durch Feuer bewegt hat? Ich würde das als eine Instanz führen. Okay, schade. Nein, na, wobei, ich bin einmal nett. Du bekommst 2 separate Instanzen, du kannst das 2-mal anwenden. Schön. Ja, machen wir es als. Oder habe ich das als. Reaction? Nee, egal. 2 Instanzen, passt. Ja, du hast es als. Du nimmst jetzt 7 Feuerdamage. 1d4 und 1d4 Bonus auf nächsten Nahkampfangriff. So. Ja, Damage, ne? Ja. Das heißt, das muss ich erstmal treffen. Gucken wir mal, wie wir das jetzt mit dem Treffen kriegen. Ich benutze Zimmer drauf. Ich habe normal, weil sie ja kein Irr. Das rettet auch keine Bardic Inspiration. Weil es ein Critical Fail ist. Ja, 2. Komm drauf, komm mal, was will. Gut, der trifft. Yep. Dann kriegt sie zusätzlich den Wrathful Smite ab. Oh, für den müsste ich noch. Denk dran, den Bardic Inspiration kannst du auch auf den Damage draufhauen. Stimmt, du brauchst nur 2-mal Concentration-Check. Ja. Wieso 2-mal? Nummer 1 hat geklappt. Weil er 2-mal Schaden genommen hat. Das hat der Nachteil dafür, dass du 2-mal Schaden reduzieren durftest. Nummer 2 hat auch geklappt. Gut, ach so, dann kriegt sie die 12 Bludgeoning Damage. Den D4 vom Feuer. Und jetzt muss ich nachgucken, was der Wrathful Smite an Schaden macht. Den kriegt sie. Warte, ich kann es dir sagen, 1d6, okay. 1d6 nur? Ja. Psychic. Der interessantere Teil ist sowieso, jetzt macht sie bitte einen Wisdom Saving Throw. Machst du eigentlich noch den Inspiration netten W8? Ne, den hebe ich mir auf. Nächste Runde will ich damit treffen. Okay. Reicht nicht? Reicht nicht, weil ich den zweiten vor mir. Ist klar. Dann ist. Aber sie kann eine Aktion aufgeben, um den Save zu wiederholen. Ist Nackax dran. Dann ist es ein normaler Check und kein Save. Dann ist Eldritch dran. Ja, und sie kann den Save, glaube ich, zum Ende ihres Zuges immer wiederholen. Nee, sie kann ihre Aktion nutzen, um einen Wisdom-Check, kein Save, zu machen. Okay. Ich bewege mich mal weiter vor, todesmutig. Wo ist mein Bogen? Ihr merkt, wie diese Drow vor Nackax nach diesem Angriff irgendwie zurückweicht. Auch mit aufgerissenen Augen.
Ja, ich caste trotzdem dann nochmal ein Magic Missile auf sie. Übrigens, sie ist jetzt geblattet. Was heißt das? Unter HVP. Sie ist unter der Hälfte ihrer Lebenspunkte. Für 9. Okay. Dann ist sie dran. Sie weicht also ein bisschen von dir zurück. Sie kriegt erstmal jetzt 4 Psychic Damage, weil sie im Zug in meiner Aura of Conquest startet und frightened vor mir ist. Ja, dann. Dann fällt ihr Speed auf 0. Solange sie in der Aura drin steht. Ja. Okay, dann mal. Das wollte ich nur angemerkt. Sie kriegt 4 Psychic Damage. Mein halbes dann Würfel. Ja, ja, muss nicht es ist ein fixer Wert. Ich muss 4, ihr verstanden. D4, Entschuldigung. Nee, ich krieg 4. Also, gut. Also sie schaut dich furchterfüllt an. Aber sie holt einmal tief Luft. Fokussiert sie wieder. Und beendet mit Stillness of Mind die Frightened Condition. Das war aber dann ihre Action. Das war die Action. Und die sie erste. Beginnt langsam wieder unsichtbar zu werden. Hab hier. Du siehst eine Drow, die unsichtbar wird. Neben Makax. Ja, das kann man begleiten. Das hatten wir schon mit dem Counter-Spell, das geht schon mal nicht. Dann machen wir es mal. Dann hätte ich gern einen Deck-Save. Ich caste nochmal Fairy Fire. Okay. Komm schon, verkack ihn! Verkackt, 13. Sie leuchtet pink. Sie leuchtet jetzt pink. Also beziehungsweise sie ist unsichtbar, aber um sie herum, in ihr, um ihre Silhouette, leuchtet sie trotzdem pink. Also aktuell Disadvantage aufgehoben. Ja, und sie ist ja nicht mehr unsichtbar, ne? Sie kriegt doch keine Advantage mehr. Ja. Ich glaube nicht, dass Fairy Fire sie wieder sichtbar macht automatisch. Sie gibt uns einen Vorteil auf die Angriffe, was Nachteil nicht aus. Ja, aber in der Spell des Hübschen steht, sie fängt an zu schimmern. Also ihr seht sie. Sie kommt kein Advantage mehr für Ding. Ja, sie ist immer noch unsichtbar, aber sie hat so eine Silhouette aus pinkem Licht um sie herum. Okay, dann ist Maramos dran. Das war nur meine Action, ich habe noch eine Bonus-Action. Ah, Entschuldigung. Ich caste nochmal Healing World auf diesen scheiß Erzmagier und so. Nach dem Motto, steh jetzt endlich auf, du Drecksack. Okay. Guck mal, was für dein Geld. Ding, 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 ding. Wird um 7 geheilt. Okay. Maramos. Gut, dann würde ich nochmal feuern. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Achso, warte, du bist jetzt im Nahkampf, meine Liebe. Ah, das ist richtig. Aber 18 trifft nicht. Schade. Ei, da hat's 19 und es ist ein 19. Ja. Schade, das wäre ein schöner Damage gewesen. Ja. Und genau, Advantage kriege ich ja nur, wenn ich versteckt wäre. Genau. Ja. Oder sie halt jetzt nicht unsichtbar wäre. Das wäre aber eh egal, weil nur einmal. Ich sehe sie ja sowieso. Ich habe ja dieses Eye of Truth. Ich sehe sie ja sowieso, auch wenn sie unsichtbar ist. Er sieht sie so oder so. Er kriegt einfach nur Advantage durch Fairy Fire. Ah ja. Weil er sie wissen. Dann darfst du mal würfeln. Stimmt. Jetzt komm schon, komm schon. Komm schon. Du bist halt jetzt kommt schlecht. Der Kit in Richards Ehren. Ja. Kritisch, also eine 1. Oder? Auf jeden Fall zu wenig. Nee. Ja doch, ist tatsächlich. Also nee, bringt halt nichts. Also ist tatsächlich ein kritischer Fail. 1 plus 3, was? 1 plus 3. Wenig. Nee, weil wenn es eine 1 ist, darf es nochmal würfeln. Stimmt, ja, also es ist tatsächlich eine 1 gewesen. Dann so langsam. Ja, ich sehe es auch auf dem Bildschirm. Auf dem Bildschirm ja. Sehe ich es auch. Ist eine 1, dann darfst du nochmal würfeln. Ha, hat sich gelohnt. 1 in 20, ich sag doch, jetzt kommt der Crit von. Genau. Der letzte Crit von nach Richard. Okay. Oh, fuck. Moment, halt, bin im falschen Ding. Das waren dann 18. Das wären dann 18 plus. 13 sind 31. Ja. Die benutzt Uncanny Dodge und rapiert. Alter, war das jetzt ein Krampf mit diesem Angriff? Ja. So erstmal, hat der Advantage oder nicht Advantage? Ja, genau, darf ich damit nicht an, ich kann doch nur.
Das Zebra spielt halt auch in die Länge, oder die Runde. Dann ist gut. Da sagen die Leute, Vorteil, Nachteil ist einfacher als fixe Modifikatoren. Genau. Klee macht zwei Schritte vor. Entschuldigung. Entschuldigt sich bei den Büchern. Während sie vorläuft, gibt es kurz eine Rauchschwade, sie verschwindet plötzlich. Und hinter der Trau sieht man plötzlich aus dem Rauch diese schwarze Klinge von ihrer Sense, die da erscheinen mit dem frostigen Wind hinten dran. Ich zauber erst als Bonusaktion Misty Step und dann als Aktion Blizzard Blade. Okay, gib ihr. normal, weil sie unsichtbar ist, aber Fairy Fire drauf hat. Komm schon. Ja. Eine 26 trifft, das wären dann 10 Psychic und 6 Cold Damage. Alles klar. So, die Eisbrecher sind jetzt in der Offensive. Die Eisbrecher nutzen jetzt endlich mal Eis. Ja. Nein, das endet mein Zug. Jetzt ist ein Nahkampfzug. Das ist ein Krampf. Ich muss ja irgendwann mal aufhören, ne? Ich versuche ihr jetzt einfach mal einen mitzugeben. Also meine Main-Action ist Attack. Ich würde dich mal einfach weiter hoch teleportieren, weil das keinen Unterschied macht, aber ich weiter vom Feuer fern bin. Wenn das okay ist. Ich find's lustig, wie viele Aktionen ihr macht. Ich denke mir, ich kaste meinen Spruch, das war's. Ja, ich mach mit meiner Main-Action mache ich Attack und mit meiner ersten Attacke hau ich einfach mal drauf. Ach, das kannst auch nur ein, zwei Sprüche in den Wortes. Ja, aber ich habe auch keine anderen Aktionen, das ist Jupp. Das Problem. Genau. Alles klar. Und mit der zweiten Attacke versuche ich nochmal sie zu grabben. Mit der zweiten. Und da tue ich noch die Bardic Inspiration drauf. Das ist ja ein Skillcheck. 21 sind geboten. Oh, 31. Ja. Okay, gegen die Expertise komme ich nicht an. Aldred. Also, Entschuldigung, Nachkax, du hast nur Bonus-Action. Ich habe noch eine Bonus-Action. Mein Gott, genau. Seltsam, dass hier jetzt verbrannt riecht. Ich rufe meine Spiritual Weapon. Zauber als Bonus-Action Spiritual Weapon. Und lass es auch drauf gehen. Oh Gott, ist das ein. Zu 13 Punkte. Klar. Dann ist Aldred dran. Muss ich dafür eine Aktion nutzen? Also, weil ich da. Narkas versucht nochmal sie zu packen. Sie tänzelt auf seinem Schild, springt gerade nach oben. In dem Moment macht Narkas mit seinem Zepter eine Bewegung, eine wischende Bewegung. Sie fragt sich und wird von dem Spiritual Hammer voll in den Rücken getroffen. Oh Gott. Mach mal dasselbe wie vorher. Ich caste wieder Magic Missile, aber diesmal auf einer höheren Stufe. Also statt 3 Geschossen kommen 5. Ich glaube, die Geschosse, da kann ich ja auch ein eigenes Design wählen. Teilweise. Level 3 Magic Missile, oder? Ja, Level 3 Magic Missile. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass ich einen Feuerball auf sie irgendwie brauche. Das macht keinen Sinn und Dispel Magic brauchen wir gerade nicht. Von daher muss ich es zumindest jetzt nicht machen. Aber dann kann man mal ein bisschen mehr Schaden machen. Das wäre dann für 17. Okay. Und ich bewege mich dann hier rüber. Also so. Zack. Und ich kann mich sogar noch. Dann ist die Drow dran. Die zieht dieses leuchtende Etwas, merkt auch, Narabir, du bist der Grund dafür.
Sie würde gern Misty Step casten. Counterspell. Okay. Das hat nicht funktioniert. Ich liebe Counterspell. Und greift einmal Nakax an. Ach, das war so worth, dieses Ding zu nehmen. 16? Reicht nicht. Und würde dann Richtung Narapier rennen. Um hat Feuerung. Die Der hat doch null Movement-Speed. Frei kriege ich dann einen Attack of Opportunity, weil sie mich nicht angegriffen hat. Wegen Narkax seiner Fähigkeit hat die doch null Movement-Speed gerade. Der ist sehr schwer verängstigt. Das hängt dazu, dass du frightened von mir ist. Achso, nur solange sie frightened ist, hat sie das. Das wäre eine 21 zum Treffen. Schüttet das immer wieder ein. 12 Psychic Damage. Schön. Hart im Rücken und jetzt kommt der Angriff gegen hier, Freund Schnürschuh. 30, ne? Ja, das trifft. Da bringt auch Shield nichts, aber ich habe auch keine Reaktion mehr, deswegen bringt es doppelt nichts. Autsch, das Dit's gonna hurt. Na, sie hat ja keinen Sneak Attack gegen dich. Ja, stimmt. Ja. Sie ist ja jetzt dann irgendwas. Sie wird, ab jetzt ist sie dann ja wieder sichtbar. Ach ja. Also, okay. Das ist schon gut. Dann muss ich jetzt nur meine Concentration Saves schaffen. Dann habe ich nächste Runde eine sehr, sehr gute. Sehr schön. 22 Slash Damage. Du musst einen Concentration Check für 11 schaffen. Das geht. Das geht ja. Ja. So, einmal den Concentration. Komm schon. Ah ja. Jo. Alles klar. Dann ist... Bin ich dran. Ja. So, dann nutze ich jetzt erstmal mein Amulet of Lesser Magic Adaptment. Nee, nutze ich nicht. Sie hat sich ja wegbewegt. Ich nutze als Bonus-Action meinen Hexblade Curse. Überall auf ihrem Körper tauchen jetzt so ausgehend von ihrer Halsschlagader aus schwarze Flecken so über über sie drüber. Nutze meine Fraktion. Boah, bist du hässlich? Und greife sie jetzt an. Womit greifst du sie an? Mit meinem Langschwert. Und krieg Advantage drauf, weil sie noch leuchtet. So, und jetzt. Fuck you! Nein, es ist nur eine 18, keine 19, weil es ein Crit gewesen. Do you wanna do this? Oh ja. Ja, schön. Ich nutze mein Hexblade Curse, die wird. Boah, bist du hässlich, das kann man gar nicht angucken. Springe hoch und köpfe sie einfach. Okay. Also sie sinkt vor dir auf die Knie und ihr Kopf rollt davon in die Flammen. Aber wie bei den anderen zwei vorher auch schon, beginnen sie auch die sich langsam wieder in Rauch aufzulösen. Und von ihr bleibt nichts anderes als so ein leichter Schatten auf dem Boden. Das war enttäuschend. So, und ich bekomme jetzt nochmal 5 HP, regeneriere ich. Das war enttäuschend. Plus ich hab's erwartet. Ah, ich habe sogar vergessen, es wären sogar noch 3 Schaden nochmal draufgekommen. Es wären sogar 10 Schaden gewesen. Hm? Weiß nicht, was ja, die muss man, die muss man nur ein bisschen buffen. Cleave fängt an, mit Control Flame zu versuchen, das Feuer zu löschen. Genau. Ich kann es halt nur 5 Fuß um 5 Fuß machen. Hm. Ich sammle meine Pfeile mal wieder auf. Okay. Narapier geht mal zum Erzmagier hin, guckt, wie es dem geht. Und ich caste nochmal hier Cure Wounds auf Stufe 2 auf ihn.
Okay, also du castest Cure Wounds. Ja, seine Wunden beginnen sich zu heilen. Glied, du versuchst derweil mit Control Flame das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Haha. Gelingt dir auch noch einige Zeit, aber es... Du merkst, ist ein Prozess. Ich muss es halt schrittweise um fünf Fuß löschen. Das dauert. Genau. Ja, aber ich mache der heilt sich nochmal um 8. Danach hole ich meinen Alchemy-Chuck aus dem Bag of Holding, stöpsel den einmal ab und gieße Wasser aufs Feuer. Okay. Ich würde gerne diese Überreste von der Dame untersuchen, einfach um herauszufinden, was es ist. Ja, dieser Schatten, also das, wo sie war, würde ich trotzdem untersuchen. Ich bin Magiebegabter. Ich will herausfinden, ob das irgendein, was das für ein Hintergrund hat. Okay, dann gib mir mal bitte ein Warte mal, ich habe ja noch diesen Decanter of Water. Damit könnte ich auch noch Feuer löschen. Da ist ja bis zu 50 Liter pro Tag drin, die sich ja nochmal regenerieren, oder? Genau, und durch den Alchemy-Stab kann ich auch nochmal 30 Liter Wasser generieren. Bitte. Also ihr setzt praktisch die ganze Hütte fast unter Wasser. Wenn ich löschen, lade ich mir den Erzmagier auf die Schulter und bringe ihn runter. Okay. Dahin, wo es nicht brennt. Für 24. Also, dir ist bewusst, dass das, was da gerade verschwunden ist, keine Kreatur im eigentlichen Sinne gewesen sein kann, also nichts, was eine wirklich materielle Substanz in der richtigen Welt hat. Ja, das. Okay, also es ist nur sowas wie ein Schatten einer Figur, wenn man so will. Ein Klon. Okay. Ja, leider funktioniert der Counterspell nicht dagegen. Aber ich merke schon, den mal nur ein bisschen anpassen, der ist nur ein bisschen zu schwach. Was heißt der schwach? Ich hab nur noch einen Spellslot. Du hast bei uns ordentlich gezogen. Und die hat ja am Anfang hat sie halt fast alles irgendwann. Es ist halt dann auch eben 1 gegen 4 beziehungsweise 5. Also am Anfang haben wir der nicht beikommen können, großartig. Musst du nicht stärker machen, du musst einfach nur anders designen. Ja. Du musst ihr ein paar Mobs geben, als geringerer Schaden, geringerer Angriff, dafür mehr Lebenspunkte. Ja. Oder ein paar Und schon Mops, ist der Kampf sehr viel interessanter. Und dann trittst du das nächste Mal mit den Kollegen auf. Oder sie bringen Freunde mit, ja. Das wird dann aber halt ein bisschen geschwächt, weil welche Entität, die sie hierher schickt, enttäuscht ist und ihnen ein bisschen Kraft genommen hat, bitte. Also ich werde das auch den anderen mitteilen, was ich jetzt da herausfinde, wenn ich... Okay. Nakax, möchtest du den jetzt mal untersuchen oder irgendwie sowas? Ich würde ihn erst untersuchen. Oder ein Ding. Und dann runtertragen. Okay, dann gehen wir mal einen Medicine-Check. Eldred war doch paralysiert, als ihr ihn gefunden habt. Ich vermute mal, das könnte das Gleiche sein. Möglich. Sehen wir gleich. Mal einen Medicine-Check mit Advantage. Ob ich noch mehr schaffe. Was? 18. Bleibt bei 18. Uff. Also, als du das von Glee so von rechts hinten aus der zweiten Reihe hörst, schaust du schon ein bisschen konzentrierter danach, ob das beim Erzmagier der gleiche Fall sein könnte wie bei Eldred. Es ist tatsächlich der gleiche Fall. Der ist paralysiert. Dann nutze ich weitere 5 Punkte aus meinem Lay on Hands Pool, um ein Gift, das ihn betrifft, aufzuheben. Alles klar, gut. Also du spürst, wie die göttliche Aura, also die göttliche Macht aus deiner Hand in den Erzmagier eindringt. Aus der Ferne sieht es aus, als bekäme er so einen leichten Stromschlag. Aber weg vom Tisch! Genau. Papa, der ist vergiftet. Kann ich da bei der Giftausrüstung irgendwas machen? Rausfinden, was es für ein Gift ist? Oder beziehungsweise, was man dafür nutzen könnte? Probieren. Genau, dann würde ich... Probieren. Ja, dann hau ich da mal dran. Wie viel Zeit haben wir jetzt ungefähr? Ist in Realtime oder in Spielzeit? Spielzeit. Ungefähr 5. 5 Minuten? Dieses Gift... Was? Na, warte, 5 Minuten? 5 Uhr. Ach, 5... Nee, jetzt haben wir Freizeit, weil dann nutze ich mal meinen letzten Level 2 Spell-Slot und 10 Minuten Zeit. Um alle herum erscheint ein gleißendes Licht und alle heilen sich nochmal um... Oh, ups.
Also Gebet der Heilung, wenn ich es richtig kenne. Naja, Prayer of Healing. Alle heilen sich nur um 11. Kann cool. Ich aber nicht. Cool. Ich auch nicht. Ich schon. Machen musst du untersuchst das... Auch der Erzmagier. Du untersuchst das Gift, was noch ein bisschen an der Kleidung des Erzmagiers hängt. Nimmst so eine kleine Probe, schüttest ein paar Substanzen dazu. Dir wird relativ schnell klar, dass das ein Gift ist, das du nicht kennst. Das hier oben an... Also das in der Region, wo du bis jetzt gewesen bist in deinem Leben, das ist dir nicht bekannt. Ja, gut. Scheint aber ein sehr starkes Nervengift zu sein. Was zwar nicht tötet, aber lähmt. Genau. Ja, gebe ich dann mal so weiter. Du kannst nicht einschätzen, wie lang das Gift anhält, wenn es nicht behandelt wird. Genau, ja. Aber wir wissen, dass es lange anhält. Ich meine, bei Edward hat es ja auch recht lange angehalten. Ihr solltet euch merken, wo das ist, weil wenn sie aus einer anderen Ebene geschickt wurde, können wir vielleicht damit, wenn wir irgendwo sind und uns irgendwas, sowas in der Richtung entgegenkommt beim Händler, dann wissen wir ja vielleicht ungefähr, wo die Dame herkommt. Ich schätze mal, dass es irgendein Gift aus dem Underdark ist. Von unter der Erde. Ja. Ja, für mich scheint sie von einer anderen Ebene zu kommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und nicht unbedingt einfach nur von einem anderen Standort auf dieser Welt, sondern sogar von einer anderen Ebene. Plane of Existence, meinst du so? Hier, Plane of Existence. Ja. Also du, während ihr euch unterhaltet, wird auch der Erzmagier langsam wieder wach. Also er ist noch verwundet, also die Wunden in seiner Brust müssen nur ziemlich schmerzen, die bluten auch noch ein bisschen. Aber er scheint jetzt außer Lebensgefahr zu sein. Denk dran, er heilt schaut auch um 11. Ja. Er ist nachher wieder voll also geheilt, wenn das so weitergeht. Ja, das sollte mindestens auf 20 Sekunden sein. Er schaut sich auch verwirrt um. Wo bin ich? In deinem Haus? Fasst sie an die Stirn. Die Drow. Feuer! Er scheint sich auch wieder dran zu erinnern und als er sich an diese Drow erinnert, springt er auf und ihr seht so einen elektrischen Blitz in seiner Hand zu so knistern zu sehen. Wo ist sie? Wo ist sie? Keine Sorge, wir haben uns schon drum gekümmert. Ganz ruhig. Das ganz machen die normal, die verpuffen immer, wenn man sie tötet im Nebel. Er schließt so die Hand und dieser elektrische Strahl, der verblasst langsam und ist wieder alles normal. Frage. Habt ihr mit den Kreaturen schon mal zu tun gehabt? Dass die immer verschwinden, wenn man sie tötet. Warum hast du sie dann nochmal getötet, Narabir, und nicht nur K.O. gesetzt? Das hätte eh nichts geholfen. Sie ist wahrscheinlich eh nur eine... Ja, ein Teil von ihr, der geschickt wurde, der sich aufgelöst hätte, wenn sie gefesselt worden wäre. Also wir hätten sie nicht festhalten können. Wir müssen ihren wahren Körper finden und diesen vernichten, damit sie nie wiederkommt. Gut, und dann ich gehe einfach nur verwirrt an. Ich wende mich nochmal an den Erstmal. Wenn ich so darüber nachdenke, ja, ein paar Mal sind wir den Viechern schon begegnet. Ich versuche Gliedes jetzt zu erklären. Das ist wie eine Puppe. Also wir wissen von mindestens dreien, glaube ich. Oder habe ich jemanden vergessen? Nervkämpfer und jetzt sie. Also sie haben wir zwei. Also ich habe sie einmal gehabt. Also traumhaft. Haben wir zweimal getroffen. Und die anderen, sind die auch ungefähr so stark wie die? Oder? Die waren schwächer. Level entsprechend. Dem Level entsprechend. Die Fourth Wall, ne? Aber ja, die ersten waren etwas schwächer. So zur mit Kamera. -2 in Wahrnehmung werde ich die vierte Wand ganz sicher nicht sehen können. Nee. Ja, die ersten beiden, die waren doch ein bisschen schwächer, aber die war doch die stärkste. Könnte die Anführerin sein. Warte. Oder der nächste General. Reicht eine 18 für die Fourth Wall? Also, für dich ist die definitiv vorhanden. Ja. Maus, du weißt nicht, mit wem Klick gerade redet. Oder was er meint mit Level. Ah, Level. Was meint der jetzt mit Ebene? Also, Fragen über Fragen.
Ich versuche Glee im Übrigen nochmal anhand von dem Beispiel, das ist wie beim Theaterspielen, so Puppenspielen, also nochmal das mit dem, wir müssen den wahren Körper finden, das ist wie beim Puppenspiel, da ist ja jemand, der die Fäden steuert und wir haben nur die Puppe kaputt gemacht und wir müssen den kaputt machen, der die Fäden steuert. Der die Fäden zieht, nennt sich das. Ja, genau. Ja, der die Puppe steuert, der die Fäden zieht. Ich bin nicht von hier, ich kann mich nicht so gut ausdrücken. Ja, was ist die Frage auch, ob wir unsere mysteriösen Puppenspieler finden? Drowsend, würde ich fast schon sagen, im Underdog. Ja, und wir haben höchstwahrscheinlich den Zugang da, aber dann leider der Hauptmann will uns leider nicht diese kleine Leiche schänden lassen. Was? Ja, okay. Bitte was? Kurzfassung. Wir haben hier eine Feste bekommen. Die Feste hat höchstwahrscheinlich einen Zugang zum Underdark. Der Zugang ist aber passwortgeschützt und das Passwort wusste Zacharias, der jetzt tot ist. Und wir wollen mit Zacharias reden. Der ist aber schon beerdigt worden, deswegen durften wir nicht mit ihm reden. Er hat halt ganz komische Leidenschaften. Und so. Das ist kein Zugang zum Underdark. Ach, ihr wisst, was da ist. Ja. Zweitens. Warum habt ihr mich nicht einfach gefragt? Narapir wollte unbedingt Leute wiederbeleben. Er hebt so leicht seine Hand. Was ist da an meiner Hand? Narapir macht so. Narapir will den Finger so heben, so. Stimmt, warum hab ich eigentlich gefragt? Seine nekrophilen Tendenzen ausleben, das ist ja Narapirs wahre Sinn. Okay. Das wäre, also, Narapir überlegt so kurz. Das wäre wahrscheinlich einfach gewesen. Egal, zuckt ihm den Schultern. Aber dann frage ich dich jetzt, was ist das Passwort und was ist da drunter? Und was hat er an seiner Hand? Rias, also an seiner Hand siehst du drei Ringe unterschiedlicher Farbe, die seinen Meistergrad darstellen. Also ein Ring ist praktisch so Absolvent der Magierschule, zwei Ringe ist schon ein bisschen was Höheres so, und drei Meister, Ringe ist der Erzmagier. Ist der, so Meister genau. seiner Klasse und Erzmagier. Genau, und drei ist halt der Erzmagier, der ist der Chef vor allem. Zumindest von dieser Stadt. Mhm. Ah ja, habe ich auch mal versucht. Und nun. In den letzten Jahren zunehmend paranoid geworden. Und wie sich jetzt auch herausgestellt hat, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt habt, es gab ja einige Morde, die unaufgeklärt waren. Wie sich herausgestellt hat, hat Zacharias angesichts dieser misslichen Lage bezüglich unserer gefallenen Schutzmauer gedacht, es wäre doch eine gute Idee, ein paar Vogelscheuchen auf den Feldern zu verzaubern. Da mehrere junge Männer aus der Stadt immer auf die Idee gekommen sind, während der Nacht auf die Felder zu rennen und dort die Felder abzuernten, um mehr Nahrung für sich selbst anzueignen, weil aktuell eine gewisse Rationierung vorherrscht. Diese Vogelscheuchen haben dann leider eben besagte Männer getötet. Ich weiß nicht, ob das Zacharias bewusst war, als er diese Vogelscheuchen verzaubert hat. Ich bin mir angesichts seines Geisteszustands nicht mal mehr sicher. Aber dadurch, dass er sie erschaffen hat und sie diese Männer umgebracht haben, wurde er schließlich für Mord wegen Mordes angeklagt. Und gehängt, ja, das wussten wir. Ja. Keiner ist auf die Idee gekommen, einen Aushang zu machen oder dem Marktschreier mal zu erzählen, ey Leute, geht bei Nacht nicht auf den Feldern. Betreten verboten. Ja, aber wie bringt das Ganze? Diese Vogelscheuche, niemand wusste davon, dass er die Vogelscheuchen verzaubert hat. Er hat einige Seelensteine entwendet. So einen wie den hier wahrscheinlich? Ich heb die Kugel mal aus dem Berg holen. Seelenstein. Das ist das von der Statue, oder? Genau, die Kugel. Sowas ähnliches, aber viel, viel schwächer. Also es war genug, um eine Vogelscheuche zu beleben, aber wo habt ihr den her? Aus der Teufelsfeste. Ach, okay. Ich verstehe. Wolltet ihr nicht umbenennen, die Festung? Feuer! Also ihr seht so im Hintergrund panisch hin und her hüpfen und wenn sie auf der einen Stelle das Feuer ausbekommt,
bekommen hat, ist auf der anderen Seite das Feuer wieder angegangen und sie du hüpft praktisch wie so ein Flummi hin und her. Feuer! Feuer! Ich könnte dir höchstens mit dem Feuerball helfen, wenn das hilft. Den Knall muss doch jemand gehört haben. Hm? Was ist eigentlich mit dem Typen unten? Bitte? Hilft der langsam auch mal? Der ist mittlerweile auch erschienen. Fairy Dragons. Ich sage jetzt mal, der kann auch Control Flame. Ich bin einmal so frei. Der hat schon mehr Versuche seines Erzmages miterlebt, die fehlgeschlagen sind. Die hilft Glied dabei, die Flammen zu löschen. Der Erzmagier schaut den ganzen Trubel einfach bloß irgendwie ein bisschen so. Okay. Oh Gott, was ist das heute für ein Tagblick? Also, um weiter auf die Geschichte zurückzukommen. Zacharias ist in den letzten Jahren immer paranoider geworden und hat sich selbst zur Aufgabe gemacht, seine ganzen magischen Erkenntnisse, magischen Gegenstände, Zauberformeln etc. vor den Augen der Welt zu verbergen. Und hat dafür einen magischen Dungeon entworfen, der sich über mehrere Ebenen nach unten in den Boden erstreckt. Jetzt einen magischen Wächter platziert, der per Passwort Zugang zu dem Untergrund gewährt. Ebenen hat er so viele Bücher angesammelt? Ich will alle diese lesen. Ebenen sind weniger Aufbewahrungsorte, sondern vielmehr Sicherheitsebenen. Soweit ich das mitbekommen habe oder ich ihm empfohlen habe, hat er mehrere Monster jedweder Art auf diesen Ebenen platziert. Mhm, okay, und nun. Ich weiß leider nicht welche. Mhm, und nun zurück zum Pass. Wie ist er dann an seine Erkenntnisse gekommen, wenn er irgendwas nachschauen wollte? Er der Meister dieses Dungeons war. Der kann dem Monster wahrscheinlich nur sagen, lass mich durch und das Monster, ja, Meister. Exakt. Also er hatte vollkommene Kontrolle über diese Kreaturen und wie ich mitbekommen habe, hat er alle paar Ebenen ein Notfallschalter platziert, die oberen Ebenen oder die nächsten paar Ebenen, ich weiß nicht wie viele, praktisch deaktivieren und die Monster verschwinden lassen. Ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat. Ich habe das Ganze nie genau gesehen. Ich habe nur mit ihm drüber unterhalten. Und das könnte auch eine Möglichkeit sein, wie er da rein und raus geht. Könnte auch Teleportationsmagie beinhalten. Ich weiß es nicht. So genau habe ich mich mit ihm nicht unterhalten drüber. Na schön, das heißt, solange jemand da runter geht, ist dieses Lager, nennen wir es mal, auch nicht gefährlich. Habt ihr nicht. Wenn die Statue nicht aktiviert wurde, dann nicht. Nur das letzte Mal, als ich die Statue gesehen habe, dann saß sie da drauf und wollte da ein Passwort wissen. Dann ist sie noch offiziell verschlossen. Dieser Dungeon sollte auch von außerhalb nicht zu betreten sein. Also es funktioniert weder Teleportationsmagie in den Dungeon hinein noch hinaus. Na dann. Es funktioniert Teleportationsmagie. Das heißt, ja, das Passwort kommt man nicht rein und die kommen auch nicht raus. Richtig. Und man muss sich das Ganze vorstellen wie ein riesengroßer Bag of Holding. Das ist so eine Art, also ein Refugium. Es ist so eine Art Dimension in sich selber. Okay. Was würde man passieren, wenn man ein Bag of Holding in die Dimension mit reinnimmt? Kaboom. Nein, in Anbetracht der Tatsache, dass es eine sehr große, extradimensionale Ebene ist, würde wahrscheinlich mindestens der Hälfte des Kontinents zerstört werden. Oh, dann lasse ich den hier besser draus. Jetzt aber nochmal zurück zum Passwort. Der lächelt locker. Weil ist ja jetzt inzwischen unser Eigentum. So das Land um die Teufelsfeste ist ja inzwischen so unter Umständen unser Eigentum. Das gehört auch so ein bisschen dazu. Vielleicht wollen wir da mal reinmachen, weil ich will jetzt nicht unbedingt wo wohnen, wo unten drunter Monster wohnen. Ich hätte gerne Zugriff aufs Archiv. Dass wir da vielleicht ein bisschen klar Schiff machen, die eine oder andere Notiz für uns mitkriegen. Ich hatte Zacharias auf dem Sterbebett versprochen, sein Passwort nicht weiter zu verraten.
Aber in Anbetracht der Tatsache, dass ihr mir hier eben das Leben gerettet habt und mein Haus auch noch halbwegs steht, bin ich so freundlich und würde es euch mitteilen. Sie schießt als feuerlöschermäßig Schaum aus ihren Händen. Und auch aus den ganz uneigennützigen Gründen, dass diese Drow dann ganz sicher nicht wiederkommen, wenn wir ihre Puppenspieler uns vornehmen, nicht wahr? Weil da hat irgendjemand einen ziemlich hässlichen Groll gegen. Wer und warum, ich weiß es. Das ist Grundankommen gegen euch oder gegen den Erzmagier? Beide. Weil du gerade abgestocken hast. Gegen den Erzmagier und gegen uns. Wobei es auch bei uns sein könnte, dass wir einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Ja, das kann natürlich auch sein. Wir haben eindeutig was gegen mich trachten mag. Wir haben halt sehr schlecht gewürfelt bei der Ortsdings. Wir haben halt immer schlecht gewürfelt, wenn es dann um die Accounter ging. Ich möchte euch tot sehen, lieber Herr Erzmagier. Aber Narab, hier siehst du mal, hättest du dem Taubmann das Leben gerettet, hätte ich wahrscheinlich auch den Typen beschwören lassen. Du musst halt Leuten das Leben retten, dann kannst du dein komisches Zeug durchziehen. Portal zu verdanken haben. Also ich denke, egal wer hier am Werken ist, der möchte diese Stadt destabilisieren. Und ich denke auch dadurch, dass diese Drow, dass sie irgendwie in diese Kathedrale gekommen ist und die vielleicht damit etwas zu tun hatte. Also ich wende mich mal Maromus, hättest du mal dein Auge in der Kathedrale eingesetzt? Ich meine, wenn da war es so, nicht mehr da. Wenn die sich so auf Kommando unsichtbar machen kann, dann ist es wahrscheinlich ein leichtes für sie oder andere ihre Art gewesen, sich dort einzuschleichen. Die Frage ist nur, wenn sie wirklich dort gewesen wäre, dann hätte sie doch entweder uns oder euch bereits dort angegriffen. Das wäre ja noch eine wesentlich bessere Gelegenheit mit den Dämonen als Ablenkung. Also wenn sie noch dort gewesen wäre, vielleicht. Aber ich meine, ja. Wenn sie zu Maramros, du hast ja dieses magische Auge da drin benutzt. Du hast ja auch nichts gesehen. Ich habe es nur hier benutzt. Er hatte das Auge ja nicht. Du hattest es doch dort benutzt, auf meine Nachfrage hin. Ach so, ja genau, stimmt. Ja. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr da oder sie hat sich extrem gut versteckt. Stimmt, genau. Ich habe es benutzt, um den Drachen zu entdecken. Wahrscheinlicher ist, dass sie nicht mehr da war. Ja, es ist auch ungewöhnlich, dass sie ja das Portal erst schief ging, als schon ein paar durch waren. Es bedeutet, irgendwas, entweder muss da gewesen sein. Aber ich glaube, es gibt auch, ich hätte auch eine Idee, warum diese Drow gerade mich heute angegriffen hat. Und zwar, ich habe mich ein bisschen mit anderen meiner Zunft während des Nachmittags unterhalten, auch aus anderen Städten. Und was sich da ergeben hat, verheißt nichts Gutes. Lass mich raten, das Gleiche, was hier passiert ist, ist woanders auch passiert. In der Tat. Keine Art von weiterer Teleportationsmagie, die Portale beinhaltet, scheint mir richtig zu funktionieren. Dann habe ich die Befürchtung, dass einige ihrer Freunde leider nicht mehr unter uns weilen. Des Weiteren scheint es so zu sein, dass dieser Versuch, das Portal zu zerstören gestern, den unerwünschten Nebeneffekt hatte, dass über den gesamten Kontinent überall Portale erschienen sind. Zwar klein, aber erschienen. Ups, ja. Die gute Nachricht ist, ich habe eine Möglichkeit, sie aufzuspüren und ich könnte euch bis morgen ein Gerät, mit dem ihr es auch aufspüren könntet, wenn ihr in der Nähe seid. Nähe wäre ungefähr um den 5 Kilometer Umkreis. Und habt ihr dann auch eine Lösung, um diese kleinen Portale zu schließen? Oder würde damit integriert werden, aber wie genau muss ich erst noch weiter untersuchen? Also das wird nur einige Zeit brauchen, bis ich da herausfinde, wie man die schließen kann. Solange es nicht so aufwendig ist wie bei Oblivion. Naja, wenn wir jetzt Dämonen jagen, denke ich mal, sonst würde ich euch helfen.
Aber so wie es aussieht, scheint es zumindest meines Wissens nach schon zwei Möglichkeiten zu geben, diese zu schließen. Entweder man tötet all diejenigen, die bisher schon durch dieses Portal durchgekommen sind, oder man schickt sie durch das Portal zurück und schließt es dann. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und zu unserem nächsten Problem. Also ich habe ja schon von diesen Steinen erzählt, die auf die einzelnen Völker verteilt wurden. Ja, der eine Grab des Lichts oder sowas in die Richtung, der leider entkommen ist, glaube ich. Das ist, sagen wir so, unten in der Wüste gibt es einen, bei den Zwergen, bei den Elfen etc. Das Problem ist, ich konnte mit viel Glück und viel Einziehen mehrere Gefallen, konnte ich mit dem Erzmagier der Hochelfen mich kurz unterhalten. Und wie ihr wisst, leben die ja erheblich länger als uns eins. Und er hat mich auf eine sehr alte Legende fast schon aufmerksam gemacht. Und zwar besagt die, dass wenn das große Unheil über den Kontinent hereinbricht, die sechs Steine an einem Ort versammelt werden und den Urfeind zurückbringen. Wer dieser Urfeind ist nicht überliefert. Das ist so alt und so weit zurück. Also es scheint diesen Urfeind mal in Person oder in Fleisch und Blut gegeben zu haben. Der scheint auch vernichtet worden zu sein mit uralten Waffen, die diese Steine eingesockelt hatten. Und anscheinend sollen diese Steine irgendwie verwendet werden, diesen uralten Feind zurückzubringen. Mir ist nur nicht ganz sicher, wie. Deswegen hätte ich eine Bitte an euch. Ich hätte eine Idee. Aber ich habe auch eine Idee, wo das sein könnte. Ich würde euch bitten, diese sechs Steine zu sammeln, mir zu bringen, damit wir sie vernichten. Oder in Waffen einarbeiten. Das wäre aber nicht gut. Dann hätten wir alle sechs Steine an einem Ort. Richtig. Das halte ich für eine ganz, ganz schlechte Idee. Wir sollten jeden Stein einzeln, den wir finden, einsammeln und vernichten. Das Problem ist, die sind einzeln nicht vernichtbar. Sie sind unzerstörbar. Ja, alles hat einen Haken. Also ich habe so gleich mal eine Theorie. Ich glaube, die Steine haben dieses Wesen nicht vernichtet, sondern jeweils nur einen Teil davon eingezogen. Und vielleicht mit der Vereinigung der Steine kann man irgendwie dann den wieder zusammensetzen oder ganz zerstören, wenn man dann natürlich die Möglichkeit hat. Der geht darauf wohl hinaus. Oder sie haben die Seele in sechs Steine gebannt und der Körper könnte dieses uralte Wesen unter dem Elfenwald sein, vielleicht? Klingelt dann noch was heute Morgen? Das war doch nur irgendein Monster, das wahrscheinlich von den Dämonen vielleicht benutzt wird. Ich glaube nicht, dass das in Zusammenhang steht. Moment. Aber wenn ich eins und eins zusammenzähle, könnte das durchaus möglich sein. Das ergibt im Normalfall aber zwei. Irgendein Monster im Elfenwald? Wovon sprecht ihr? Eine alte, du hast es als Legende gehört, ich habe da irgendwas. Mein genau, Haus, eine alte Legende Geschichte besagt. Das war so ein ganz obskurer Mensch, so ein alter, uralter Gelehrter. Genau, auf jeden Fall, ich erzähle mir mal die Legende, die ich heute Morgen schon dem Hauptmann erzählt hatte. Die kenne ich auch. Nun, was dieses Monster im Elfenwald anbelangt, man kann es nicht ausschließen, ich würde es aber nicht wirklich. Es wäre eine Möglichkeit, aber was dagegen spricht, ist, dass die Elfen tatsächlich wissen, um was es sich da handelt. Ja, okay. Und zwar um einen alten Dämon. Könnte es sich dabei um den Stein handeln, der irgendwie von dem Ding bewacht wird? Unwahrscheinlich. Der Stein ist in Besitz der Elfenkönigin selbst. Und dieser Dämon, von dem ihr redet, ist in einem uralten Baum gefangen.
Und also da man weiß, Dämon, dass es ein Dämon ist, hat das zumindest nichts mit den Steinen zu tun, nehme ich mal an. Ja, vielleicht einer der Diener des uralten Böses, welchem den Stein wiedererweckt werden könnte. Wahrscheinlich ein mächtiger Diener. Wissen haben diese zwei Dämonen, die die Stadt verlassen haben, Kurs nach Westen genommen, auf die Elfenwälder. Dementsprechend würde ich vorschlagen, Sie kontaktieren definitiv Ihre Kontakte, Freunde in der Waldland-Elben und warnen die, dass da mal was zum Anflug ist. Wenn es nicht schon zu spät. Das auf jeden Fall. Also wie ich sehe, habt ihr jetzt mehrere Möglichkeiten. Also ihr könntet zuerst zu den Zwergen gehen. Die wären am nächsten. Sind die in Karazdorm? Ich zieh euch einmal kurz auf die Worldmap. Mhm. Das wäre am leichtesten. Ich denke, ja. Wir brauchen die Karte hier jetzt auch nicht unbedingt gerade. Ja, Worldmap ist es, glaube ich. By the way, Meinung zu dieser Karte? Ja, hübsch. Auf jeden Fall hübsch. Schön designt. Ja. Minimalistisch. Mhm. Ach so. Sie erfüllt ihren Zweck. Die andere gerade. Die Kampfkarte. Nee, war ganz schön. Auch ein bisschen mit mehr Terrain. So, das hat mir auch gefallen. Ja. Genau gerne mehr davon. Mhm. Ja, immer gern. Die Welt sieht aus wie eine Taverne. Ja. So, bitteschön. Auf eure Copy. Das war die Geist. So. Und, ja. Also, das, wo ich herkam, war ja hier, oder? Wir haben dich ja bei uns gefunden. Also, wir haben jetzt einen Stein, haben wir unten in der Wüste. Hier ist irgendwo das Monster im Baum. Dann bei die Zwerge, das müsste ja dann besser sein. Sind da, ja. Genau. Und was sind die die Elfenhauptstadt? Die Elfenhauptstadt ist da. Also Dahin, das sind drei. Den Salif-Dschungel müssen wir auch noch. Genau. Übrigens rumspielen wir haben noch einen. Ja, ich mach grad schon Kreuze, wo die Steine Zwergen, sind. Alter, eine macht Kreise, der andere macht Kreuze, wo die Steine sind. Einigt euch mal. Bei wie viel sind wir denn jetzt gerade? Wir haben jetzt gerade bei vier, ne? Eins, zwei, genau, drei, wir müssen vier. Eins. 2, 3, 4. Wo noch? Ein Stein ist in den Händen des Imperiums. Das Imperium ist oben und die Hauptstadt des Imperiums ist. Was ist es noch? Anderfels, was? Anderfels? Kann das sein? Dann ist eins hier. Es ist die Hauptstadt. Ob das Steinchen da ist, ist die Hauptstadt. Ja, die Hauptstadt ist repräsentativ fürs Imperium. Ja. Also Salif-Dschungel, Lordranwald, Zwerge, Kaiserreich, Nordstämme und eine Hekara. Ja. Hekara, wo ist das nochmal? Das ist die Liste da oben. Hekara. Ihr habt jetzt da richtig schön rumgeschmiert. Ja. Ich versuche jetzt gerade einfach rote Kreuze zu machen, da wo überall Steine sein können. Rotes Kreuz habe ich gerade bei Güldenblatt gemacht, das ist durchgestrichen, ne? Also rotes Kreuz ist gerade so ein bisschen. Okay, gut. Meine dann deine Farbe Kreuze. Dann mache ich eben blau. Was ein Geld. Dann löscht die roten. Doch vorher. Warte, ich mache auch noch Kreuze. Wie kann ich meine Drawing wieder löschen? Undo. Rechtsklick, undo. Rechtsklick, undo. Dann fehlt uns aber noch einer, oder? Ich komme nämlich noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind doch 6. Wo ist der 6? 1, 2, 3, 4. Das Güldenblatt ist ja von dir, aber. Nordstämme hat noch kein Ding. Er hat da Hallo geschrieben. Hallo. Nordstämme hat auch irgendwie Wahlen. Mhm. Genau, der erste, der einen Penis auf die Map zeichnet, wird aus der Session geschmissen. Ich will es bloß sagen. Genau, Nordstämme haben ihre Hauptstadt wo? Die haben keine. Ja, okay, also irgendwo. Sagen wir so, das, was nur als ersten als Hauptstadt klassifiziert werden könnte, wäre die feste Hartschild.
Hotshot. Genau. Dann machen wir mal hier ein Kreuz. Also wir müssen da einmal hin, 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 da einmal hin. Dann wäre, glaube ich, doch, wenn wir von unserem aktuellen zentralen Standpunkt aus, Zwerge doch am sinnvollsten. Ja, und dann können wir vielleicht können wir... Aber wir wissen doch nicht, dass das wirklich ein Karasdorn ist. Das könnte ja auch ein Karasdum oder Karastir sein. Ja, aber wenn ich es mich richtig erinnere, war das ja die alte Zwergenhauptstadt, wo der König residierte, als es noch einen Gesamtkönig gab. War das nicht so irgendwie so? Hatten wir nicht so irgendwie storymäßig was? Muss man mal einen Intelligence-Check geben oder einen History-Check? Ja. History. Kommt sofort, History. History. Na, das würfel ich neu. Ja, nicht so. Ich habe eine 1 gewürfelt, das würfel ich neu. Du hast eine 1 gewürfelt, was er automatisch neu gewürfelt hat, zu einer 5. Ah, das hat er automatisch neu gewürfelt. Also war, dann war der Crit, wo Maramros Grog gelandet hat, auch nicht, Ich weiß nicht, nachdem ob Maramros was eingestellt Moment, hatte. Das hatte ich gesagt. Nee, ich habe auch nicht eingestellt. Als 1 angezeigt, in Rot. Ja, genau, weil bei ihm war es nicht in Rot angezeigt. Deswegen habe ich gedacht, bei Maramros, bei seinem Schuss, bei dem 1er, ist er nicht in Rot angezeigt worden. Ja, genau, dann ist auch nicht der 1er gezählt worden, sondern dann war das was anderes. Deswegen habe ich weil da ist das genauso aufgerechnet worden, wie bei Narapierze. Okay, dann haben wir Fehl gemacht, ja. Das dann nicht. Hat halt Maramros ein bisschen mehr Damage gemacht, als er eigentlich hätte machen dürfen, genau. Aber egal. Passiert. Also mit 7, du hast keine Ahnung. Verdammt. Du bist jetzt in Zwergenkunde und Zwergengeschichte jetzt nicht so up to date. Ja, leider haben wir auch keinen Zwerg dabei in unserer Gruppe. Ich greife mal Scrooge, schau ihm tief in die Augen. Weißt du irgendwas davon? Also der ist irgendwie, der kann mit so jemand direkten jetzt am ersten Moment gar nicht so umgehen. War das jetzt Morsecode oder wartest du noch? Also, der ist merklich ein bisschen aus der Spur geworfen. Also, von dem, was ich weiß, ist Karadon eigentlich der Hauptsitz vom Hochkönig. Eigentlich, glaube ich. Vielleicht. Okay, vielen Dank. Das war los. Bitte, tschüss. Tschüss. Und der schlägt wieder zum Maramos zurück. Ich denke, da haben wir einen guten Ansatz. Ich wende mich nochmal zum Erzmagier durch. Sie sind ja hoffentlich auch außerhalb Bruchtals etwas bekannt. Könnten Sie uns vielleicht ein Schreiben aufsetzen, mit dem wir tendenziell zu den Herrschern durchkommen und uns mit denen offen unterhalten können? Oder zumindest mit jemandem, der was zu sagen hat, damit wir ein Sendungsschreiben verfassen. Genau, sowas, genau. Das wäre super. Pastierschein A39. Mhm. Ja, genau. Ich würde das dann aufsetzen, ich würde euch das dann, überlegt gerade, ich würde euch das dann morgen früh zukommen lassen. Supi. Weil ich werde hier erstmal ein bisschen klar Schiff machen müssen. Schaut so ein bisschen verloren in diesem doch recht großen, recht angesenkten Raum rum. Leichte Brandspuren. Ach, es sollte wieder machbar sein. Richard hat damals auch die Bibliothek wieder repariert. Aber die war nicht abgebrannt. Und Richard gibt's jetzt nicht mehr. Nee. Dafür gibt's Glee. Glee von ihm. Ja, von uns kann aber niemand Mending wahrscheinlich. Doch, Glee kann Mending. Aber damit kann ich alles. Verbrannten Bücher reparieren. Nein, Glee kann nicht alles. Auf fast alles. So. Aber gut, ja, ich hab dann, weiß nicht, gehen wir zuerst zu den Zwergen, also das, was am nächsten ist, dass wir halt schon mal möglichst schnell an so einen, zumindest schon mal einen dieser Dinger rankommen, würde ich mal vorschlagen. Hängt davon ab, was ist jetzt aktuell akuter. Mhm. Weil ich meine, wenn es bei den Zwergen ist und die Zwerge das zumindest einigermaßen sicher haben, ist das bei den Elfen, glaube ich, akuter. Stimmt, das wäre halt auch so eine Sache. Ich würde mal vorschlagen, wir sagen bei den Elfen Bescheid, dass die ihre Sicherheitsvorkehrungen erhöhen sollen. Anderfels ist natürlich gut befestigt, weil es eine große Stadt ist. Aber sie haben wahrscheinlich den großen, sie haben wahrscheinlich schon sehr, sehr viel abgekriegt. Mhm.
auf jeden Fall, man sollte bei den Örtlichkeiten mal anklopfen und sagen, hey, erhöht eure Sicherheitsvorkehrungen. Und dann zumindest auch schon mal vor diesen Drows warnen. Und wie heißen die? Drows. Wow. Drows von den Drows, sollte man die warnen und sagen, dass sie mal ihre Sicherheitsvorkehrungen definitiv erhöhen sollten. Drow, drow, drow your boat gently down the stream. Drown. Drow. Na gut, aber dann würde ich sagen, können wir gerade hier ja mal einen Cut setzen. Passt ja gerade ganz gut. Und wie gesagt, allzu lange habe ich ja auch nicht mehr Zeit. Weil die Session, die war halt long. Ja, aber wir haben auch ein bisschen was geschafft. Also einen Kampf. So ein bisschen. Und eine Beerdigung. Bitte? Ein Kampf und eine Beerdigung haben wir geschafft heute. Max, was willst du sagen? Und wir haben das Passwort bekommen. Ja. Ihr habt so viel geschafft, ihr habt so viel gelernt und ihr habt jetzt praktisch die Entscheidungsfreiheit, wo ihr als erstes hin wollt. Genau. Sehr gut. Ja gut, dann schauen wir mal, wie das beim nächsten Mal dann weitergehen wird.